Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spitch. Heute schauen wir zurück auf den vierten Spieltag. Da habt ihr meine Aufstellung noch gar nicht gesehen. Es lief nicht so gut wie davor. Am dritten Spieltag, am dritten Spieltag lief es ja übelst gut, aber jetzt nicht so. Wir schauen uns jetzt erstmal gemeinsam die Top-Aufstellung an, die der Gewinner hatte. Derjenige, wo die meisten Punkte hatte. Diese Aufstellung schauen wir uns mal etwas genauer an. Mit Gikiewicz im Tor, in der Abwehr Posch, Prosinski, William und Bicakcik. Im Mittelfeld Reus als Kapitän. Harit, Baumgartlinger, Sabitzer. Und im Sturm Weghorst und Füllkrug. Das war so ja, die Top-Aufstellung. Da hat jeder Spieler über 150 Punkte geholt. Was schon stark ist. Definitiv, das ist schon stark. Mein Platz war jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so stark. Fast 2000 Punkte weniger als der erste. Platz 3044 nur. Also das ist lief nicht so gut an diesem Spieltag. Kann ich schon mal sagen, es lief nicht so gut. Das mit folgender Mannschaft. Hier seht ihr schon Jannik Huth im Tor. Hat er gegen Schalke auch einiges zu tun bekommen. Allerdings Paderborn ja gegen Schalke ziemlich hart verloren. Also jetzt wird womöglich auch schon spekuliert, ob Paderborn wirklich nicht genügend Qualität hat für die Bundesliga. Also oder dass sie einfach viel zu offensiv gespielt haben. Also mal schauen, wie es da so weitergeht. Schalke definitiv gute Leistung. Und ich habe auch gleich einen Schalke dabei, nämlich Amin Harit. Der hat tatsächlich ziemlich viele Punkte bekommen. Wenn ich den als Kapitän genommen hätte, wäre ich bestimmt noch ein paar Plätze weiter oben. Aber ansonsten, die vierer Abwehrkette ist so. Robin Knoche genommen, hat gespielt, die haben alle gespielt. Was mich schon mal gefreut hat, dass wirklich alle in der Aufstellung standen. Dann auch Staphylidis von Hoffenheim, war auch nicht sein bestes Spiel. Dann Friedl bei Bremen, ja, bei Bremen ist es auch aktuell gerade Wahnsinn, wie viele Spieler da verletzt sind. Die haben gerade noch so eine Elf zusammenbekommen und da war Friedl ja, eine tragende Säule in der Abwehr. Und trotzdem hat Bremen gewonnen. Also Glückwunsch geht raus, definitiv. Und dann haben wir noch Borno von Köln tatsächlich in der Startelf. Da habe ich mir gedacht, okay, nehme ich den einfach mal ein. Hat auch ganz ordentlich gespielt. Texler hingegen von Köln. Ja, von dem hat man leider nicht so viel gesehen. Sieht man auch an den Punkten. Dann auch von Luke Bacchio hätte ich mir tatsächlich mehr erhofft. Jetzt hat er ja aktuell Tabellenletzter. Was ich bei dem Kader auch nicht so echt verstehen kann. Also gegen Bayern wirklich richtig gut gespielt, aber Augenhöhe gewesen und dann ja, die letzten drei Spieltage einfach schwach. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und wir kennen ja Hertha. In der Hinrunde spielen sie mal stark auf und in der Rückrunde eher nicht. Vielleicht ist es diese Saison andersrum. Dann Amin Harit. Ziemlich viele Punkte bekommen, zwei Tore gemacht. Ja, definitiv war es wichtig, dass er in meiner Aufstellung war. Dann Kingsley Coman habe ich als Kapitän genommen, hat aber ja, nicht getroffen, auch keine Vorlage gemacht. Also Coman auch ein bisschen blass geblieben gefühlt in diesem Spiel gegen Leipzig. Das war wirklich ein Wahnsinnsspiel bei Leipzig. Chance auf beiden Seiten, es ging vor und zurück, hin und her. Riesenchancen auf beiden Seiten, auch riesen Paraden von beiden Torhütern. Also es war wirklich ein Spitzenspiel. Und so ein Spiel macht Lust auf mehr, Lust auf den Meisterschaftskampf, der sehr spannend ist aktuell. Drei Teams kämpfen um Meisterschaft und ich denke, das wird sich durch die Saison so wie ein roter Faden hindurchziehen. Im Sturm haben wir dann noch Alessandro Plea, hat auch ein Tor erzielt. Und daneben noch Paco Alcácer, hat nämlich auch ein Tor gemacht. Ich weiß es gar nicht, aber hier seht ihr schon, in dieser Gruppe bin ich tatsächlich auf dem 11. Platz. Schön im Mittelfeld. Plea hat tatsächlich 331 Punkte gemacht. Alcácer nur 148 Punkte. Genug als 231. Wer hat ihn am wenigsten? Drexler mit 4 Punkten. Das ist viel zu wenig. Auch Coman nur mit 109. Aber Harit stark mit den 47. Der hat die Elf hier so ein bisschen gehärtet. Friedl 200 Punkte stark. Staphylidis hat sich auch 190. Aber so Harit und Plea haben so ein bisschen meine Punkte gehärtet. Auch Knoche noch gut dabei gewesen.
Aber ansonsten kann ich nur sagen, man kann nicht wirklich jeden Spieltag richtig gut sein. Ich habe mich selbst so ein bisschen überrascht, dass ich die letzten Spieltage gut war. Jetzt schauen wir noch aufs Konto. Das sieht ja schon. Gewinn 41 Cent. Bisher am wenigsten. Ersten Spieltag 95 Cent, dann 87 oder 99 Cent. Jetzt 41 Guthaben, 3,22 Euro. Tatsächlich, wenn ich mal die 5 Euro Guthaben habe, dann kann ich auch immer mit einem 5 Euro Spielbrett loslegen. Das wird wahrscheinlich so in 3 bis 4 Spieltagen der Fall sein, wenn es so weiterläuft. Genau, aufstellungstechnisch, was machen wir dann am nächsten Spieltag? Das ist wirklich die große Frage. Ich weiß gar nicht, wer geht jetzt gegen wen spielt. Champions League ist jetzt auch noch. Ja, schwierig. Wir werden definitiv mal wieder alles durchtauschen. Aber das seht ihr dann im nächsten Video erst. Also das Video geht jetzt nicht mehr so lang. Ich könnte jetzt auch noch Aufstellungen machen, euch zeigen. Mache ich aber heute nicht aus zeittechnischen Gründen. Ihr seht ja, heute ist bei mir schon Dienstag und das Video sollte eigentlich am Montag kommen, aber ja, in meinem Leben ist aktuell tatsächlich jetzt nicht mehr so viel Zeit für YouTube, was ich auch ein bisschen schade finde, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt einen Job, der mir auch wirklich gut gefällt. Das kann ich euch schon mal sagen. Ist viel besser, als wirklich in der Schule zu hocken und ja, sich von jedem irgendwas anhören zu können jeden Tag. Dann arbeitet es deutlich gechillter dann schon. Aber das seht ihr dann alles noch in Daniels Privat. Und ich versuche natürlich immer bei den Aufstellungen alles vom Budget auszuschöpfen. Also wirklich, da bleibt bei mir eigentlich kein Cent übrig. Und ich finde, die Aufstellung war schon mal ganz ordentlich, aber ja, wird gewechselt. Aber Platz 11 ist doch besser als weiter hinten. Also wie viele sind hier dabei? Wie viele haben mitgespielt? 22, also im Mittelfeld. Ist definitiv in Ordnung, weil so ein Spieltag im Mittelfeld. Hauptsache, man ist nicht ganz hinten. Und somit war es das, denke ich, auch schon mal wieder mit diesem Video. Dann also bis zum nächsten Mal und ciao.